Guck mal hier, wir haben hier ein Lost Place gefunden, beziehungsweise es stehen hier noch mehrere Lost Places hier auf diesem Gelände drauf. Und ich habe eine einzelne Euter, wo Ziegenmilch rausspritzt. Und deswegen werden wir uns das jetzt angucken, diese ganzen Lost Places. Und hier werden wir heute auch pennen. Hier vorne ist ein Vollfettraum mit diesen Decken, die hier so sind. Hier vorne liegt ein Rohr. Das ist eine richtige Vollfetthalle. Und hier vorne ist eine Vollfettpfütze. Und das tropft hier von dieser versifften Decke hier runter. Genau hier drauf. Das ist richtig geil. Da drüben, da tropft es noch viel mehr drauf. Und hier, das ist alles Pfütze und nass und sowas. Das ist richtig befeuchtet. Das ist eine richtige Tropfsteinhöhle hier. Hier vorne ist was mit Elektronik. Hier vorne ist ein richtig räudiger Schrank. Hier vorne ist auch noch mehr Elektronik. Das ist eine richtige Tropfsteinhöhle. Ich mag Tropfsteinhöhlen. Jawohl, hier sind so Betonklötze, die hier aufgespalten sind. Hier sind noch mehr Betonklötze, die aufgespalten sind. Und hier vorne sind noch mehr Betonklötzen, die aufgespalten sind. Ah, scheiße, meine Lampe ist ausgegangen. Sie hat kaum noch Akku, das ist scheiße. Ich habe meine Hirnlampe dabei. Den werde ich auf mein Gehirn draufsetzen und das dann ausleuchten damit. Genau, das werde ich dann machen, weil der hat Leuchtkraft. Ich werde das für euch das alles beleuchten. Und jetzt laufe ich hier diesen Keller drunter durch, damit ich euch das zeigen kann, wie dieser Keller aussieht. Guck mal, das hier. Das ist Keller. Das ist eine richtige Tropfsteinhöhle. Und hier hängen überall diese Platten hier rum. Die haben sich alle aufgehangen. Und guck mal hier. Hier vorne sind Toiletten. Und hier vorne ist auch eine Toilette. Hier ist auch eine Toilette. Boah, das stinkt. Boah, das ist hier alles nass, ey. Meine ganzen Füße werden nass. Hier vorne sind auch noch mehr Toiletten. Das ist auch so ein Toilettenraum. Guck mal, hier vorne ist eine viel fettigere Pfütze. Ich würde da am liebsten lang gehen. Aber ich habe so eine versifften Scheißschuhe an. Deswegen werde ich da jetzt nicht lang gehen, um euch das zu zeigen. Dafür brauche ich andere Schuhe. Weil ich habe keinen Bock drauf auf die völlig durchnässte Schuhe. Wir wollen ja hier heute noch pennen. Deswegen laufe ich hier raus. Guck mal, in diesem Gebäude waren wir gerade drin. In dieser Vollfetthalle. Und wir laufen jetzt zu diesem Gebäude rein, wo früher Dampf oben drauf war. Hier ist ein Eingang. Hier vorne ist ein Feuerlöscher. Und hier vorne ist ein Vollfett-Kamin oder Brennanlage oder sowas. Mit Reifen drin. Hier vorne ist so ein richtig ranziger Raum mit ganz alten Lampen. Hier vorne ist ein alter Backofen. Und da drüben, glaube ich, ein Kühlschrank oder sowas. Und hier vorne sind Federn. Von keiner Ahnung, welche Hähnchenfleisch sowas das ist, diese Feder. Ihr könnt das mal in den Kommentaren hinschreiben, was ihr denkt, was für eine Art von Hähnchenfleischsoße das ist, diese Feder. Da hinten ist auch so ein Vollfettgebäude. Und vielleicht wird da hinten unser Schlafplatz sein, bei diesem Vollfettgebäude. Das ist geil. Hier fehlt das Dach und hier geht das auch überhaupt gar nicht raus. Das war ein Raum gewesen, wo hier das Dach fehlt. Das ist eine richtige Ruine. Und hier vorne ist schon wieder eine Toilette. Ah, da hinten geht's raus. Gut, da gehst du da ganz hinten raus. Hier steht so ein ganz alter Fernseher. Das ist so ein richtig alter Röhrenfernseher. Die sind voll geil, die Dinger. Und hier geht es zu einem anderen Kellerraum. Hier vorne ist auch so eine Heizung, die so weit oben aufgebaut ist. Hier ist ein Poster. Ja, hier vorne ist ein versiffter Stuhl. Da drüben wächst Schimmelpilze. Also genau das, was bei mir auch im Kopf wächst vielleicht. Oh. Guck mal, hier ist eine Vollfettspinne. Aber diese Vollfettspinne, die ist leider nicht echt. Aber die wäre auf jeden Fall so richtig fett. Hier vorne ist ein ranziger, räudiger Waschbecken. Hier ist ein richtig ranziger... Das ist keine Badewanne, das ist Schaum. Das ist hier. Styropor. Aus Styropor besteht das. Eine Styropor-Badewanne. Warum steht hier eine Styropor-Badewanne hier rum? Und hier ist schon wieder eine Toilette. Dieser Raum, der sieht hier am angenehmsten aus zum Pennen. Deswegen werden wir heute hier pennen, in diesem Raum. Das ist ein guter Raum. Der hat sogar farbige Tapeten. Okay.
Oh, ich habe vorhin ein bisschen zu doll den Schimmel eingeraucht. Und hier werden wir gleich unseren Schlafplatz aufbauen. Guck mal hier. Wir haben den Tarp hier aufgehangen, vor dem Fenster. Weil direkt dahinter, da ist eine Straße, so ein Gehweg, wo auch Autos und so weiter lang vorbeifahren. Und von hier aus sieht man so ein Vollfettgebäude, der beleuchtet ist. Und wir haben das hier aufgehangen, damit man uns weniger sieht, wegen der Beleuchtung und so weiter. Weil nicht, dass sie die Behörden anrufen, dass sie dann herkommen und so und uns verscheuchen. Das wäre dann voll scheiße. Und hier ist auch ein Fenster und so eine Glastür. Das haben wir hier mit diesem Teppich hier barrikadiert. Und hier, das war schon dran. Also das ist ein Jalousie heißt es, genau. Das ist dran, aber genau, wir haben das mit dem Tarp hier verdeckt. Und hoffentlich werden wir diese Nacht hier in Ruhe gelassen, dass man uns hier schön friedlich pennen lässt. Jetzt wird Glühwein gemacht. So, Glühwein ist fertig. Der Glühwein, das schmeckt richtig gut. Und das ist richtig geil, dass bei so welchen Temperaturen wie heute, wir haben gerade, glaube ich, 6 Grad oder so, das zu trinken. Mein Bruder hat hier eine Tür hier dran gemacht, damit, wenn andere Leute herkommen, dann müssen die diese Tür umschmeißen und dann werden wir wach. Guck mal hier, weil ich meine Grabkerzen vergessen habe, hat mein Bruder noch so ein paar diese Billig-Teelichter dabei, die nach einer halben Nacht schon weggebrannt sind. Aber die brennen auf jeden Fall für die nächsten paar Stunden. Ja. Und darauf werden wir erstmal ein Bier trinken. Geprost! Guten Morgen! Wir sind auferstanden! Ich habe hier gepennt und hier hat mein Bruder gepennt. Und wir haben heute Nacht ganz viele komische Geräusche gehört. Hier in diesem Lost Place. Ah, fürchterlich. Wir haben draußen ganz viele Schritte gehört und irgendwelche Fenster sind zugeknallt. Und so eine Stangen. Da waren irgendwie so eine Geräusche, wo irgendwas auf irgend so ein Geländer drauf gefallen ist. Da hat es so angehört, als ob das jemand extra gemacht hat. Aber voraussichtlich war das wahrscheinlich nur der Wind gewesen. Ja, man weiß es nicht. Aber wir wissen das nicht. Deswegen ist das cool. Sehr cool.